Bettenumbau. Die Lattenroste und die dazugehörigen Matratzen lassen sich nach oben klappen und mit Hilfe der Sicherungsbänder an der Wand des Fahrzeugs befestigen, um während der Reise Platz zu sparen. Legen Sie für den Bettenaufbau die Querbalken gleichmäßig zwischen beide Bettkästen und fügen Sie das Mittelstück hinzu, bevor Sie die Lattenroste auf die Balken auflegen. Anschließend können Sie die Matratzen positionieren. Das Mittelstück ermöglicht eine durchgehende und größere Liegefläche. Die Sitzgruppe in der Fahrzeugmitte kann zum Schlafen für die kleinen Gäste zu einem Kindernotbett umgebaut werden. Drehen Sie dazu den Fahrersitz in Richtung der Sitzgruppe und senken Sie den Tisch ab. Fügen Sie anschließend das Zwischenstück ein, um aus der Sitzgruppe eine Liegefläche zu formen. Mehr Freiraum und Sitzkomfort bietet die seitlich verschiebbare Sitzfläche, die einfach an der Polsterblende herausgezogen werden kann.